Ah, oh, nein, 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 nein! Scheiße! Ach, warte, da vorne ist ja Wasser, ich Depp! Schnell! Bist jetzt nicht in Lava gefallen, oder? Ja, doch! Jakob ist so ein paar Diamant. Oh! Hui! Oh, nochmal Dias! Stellen, dann ist Wasser fast. Nein, es ist Silber, keine Diamanten. Wäre auch zu viel des Guten gewesen. Oh! Du wirst mich so hassen! Hallo everybody! Sachse People und draußen am anderen und in der Internetkleidung. Mein Name ist Revangeli und das Lied gefällt mir nicht. So, perfekt. Wir sind am Spawn von Ticket Legends und da vorne steht Captain Hi. Guten Tag. Tag. Ich verliere schon Hunger, deswegen hole ich mir was zu essen. Es gibt da unten drüben ein Villager-Dorf. Aber das werde ich jetzt nicht plündern. Ich habe gerade FPS-Drops. Das tut mir leid für dich. So, wir sehen... Ach, warte mal. So, erstmal das Wichtigste zu Anfang, erstmal die OP. Gut, ich würde sagen, ich fange an. Tschüss, hab ein schönes Leben. Ja, danke gleichfalls. Yo. Gut. Erstmal. Ach Gott, ich habe vergessen, eine vernünftige Minimap zu installieren. Ich kleiner Idiot. Erstmal wichtige Sachen am Rande. Das Modpack ist Ticket Legends. Das kommt jetzt total unregelmäßig. Und. Ja. Glimly gibt's natürlich weiterhin. Aber. Das tut jetzt ja nichts zur Sache. Ja. Ich weiß, was ich machen will. Das Problem ist, ich habe vorher nicht nachgeschaut, was für Ressourcen ich dafür alles brauche. Was die Sache wieder etwas schwierig macht. Aber ich denke mal, ich kriege das hin. Also als erstes noch wichtig, auch dass der Timbermod eh drauf ist, weil Technik-Launcher. Als erste Aktion gleich mal eine Axt machen. Schwert und so, ich werde übrigens hier oben wohnen wollen. Und mir jetzt erst noch Eisen holen. Das ist eine gute Idee. Schon, gell? Ja. Was vielleicht noch ein paar wichtige Details am Rande sind. Also, Griefen ist verboten. Queries in der Stadt, glaube ich, auch. Oder wie machen wir das? Ja, würde ich sagen. Also außer halt da, wo man halt selber wohnt, um sich einen Keller auszuheben oder sowas. Ja, das ist ja. Das sollte legitim sein. Oder wenn da eh schon eine Ebene ist, man eine Quelle draufstellt und sie dann nach mit einem Filler wieder auffüllt. Genau. Das ist so das, was ich machen würde, glaube ich. Das war so eine klassische Geli-Aktion. Oder in der Farmwelt einfach. Das wäre natürlich die einfachste Lösung, aber das wäre zu einfach. So, also ich habe ein Vorhaben, wie ich erstmal vorgehen will. Aber das werde ich dann erstmal im Singleplayer nachschauen, wie das jetzt genau funktioniert. Ich habe eine hohe CPU-Auslastung, warum auch immer. Das verwirrt mich. So, denn dieser Mod ist tatsächlich kompatibel mit so ziemlich allen Erzen, die wir hier so sehen. Also tatsächlich mit allen, auch mit Big Reactors und so weiter. Relativ energiesparend und ziemlich abgefuckt. So viel mal dazu. Und genau aus diesem Grund werde ich das machen, weil kompliziert ist mein Ding. Ach genau, und teuer ist er auch erstmal. Aber ich habe jetzt schon kein Essen, also keinen Hunger mehr. Oh, fail, ne? Verliert man so schnell? Keine Ahnung. Ich habe eine volle Hungerleiste. Ich jetzt auch wieder. Lass mich raten, hast du das Villager-Dorf geplündert? Das ist korrekt. Aber hast ich du aber wenigstens nachgepflanzt? Natürlich.
Warte mal, bevor du die Hobbys Steam Engine mitnimmst, die wollte eigentlich. Ich habe nichts mitgenommen Ah, an sehr gut. den Sachen. Die Steam Engine wollte Gabriel haben. Ich weiß zwar nicht wieso, weil die ist ziemlich nutzlos eigentlich, aber. Ah, sehr gut, ich habe eine Höhle gefunden. Er wollte damit eine Quarry powern. Kann man dann, glaube ich, so eine Ja, Minute okay. warten, bis ein einziger Block abgebaut ist von dem Zeug dann. Ja gut, wenn du eine Woche warten willst. Ja, das Ding ist halt, du musst ja noch Wasser und Kohle automatisch nachfüllen. Das ist ja noch die zusätzliche Schwachsinn. Tender. Ich werde jetzt auch erstmal nur eine Viertelstunde aufnehmen, wahrscheinlich noch bei Capman in der Aufnahme einfach mit dabei sein. Und währenddessen in einer Singleplayer-Welt im Survival nachschauen, wie viele Ressourcen ich von allem brauche, um das zu bauen, was ich bauen will. Das wäre nämlich für die Energieversorgung einen kleinen Big Reactor. Deswegen nehme ich hier auch so viel Kohle mit. Dann die Erzeverarbeitung. Gut, und das war's dann eigentlich schon. Ich muss auch anfangen, hier das hier aufzunehmen. Das ist nämlich Limestone. Den brauche ich nämlich dafür. Das habe ich auch gerade hier, aber Ach Gott, hey, hallo Creeper. lass es erstmal hier stehen. Ich hoffe, dir geht's gut, wo du auch immer jetzt hin bist, Creeper. Aber ich sag nur so viel: einfaches Explodieren ist keine Lösung. Übrigens, es regnet schon wieder. Das ist natürlich jetzt eine sehr blöde Gesamtsituation, dass es regnet, aber. Ich bin in der Höhle. Ich bin in einer Höhle, aber relativ oberflächennah. Also, de facto ist, ich brauche übrigens ein paar Diamanten für den Anfang. Was die Sache jetzt nicht unbedingt leichter macht, denn Diamanten finden hier ist eine absolute Scheißarbeit. Ich brauche tatsächlich auch welche. Was baust du denn? Ich werde wahrscheinlich wieder am Anfang Industrial Craft ein bisschen machen. Also Ui. Macerator und Furnace. Braucht man hierfür schon diesen komischen Forgehammer oder wie der heißt? Nee, zum Glück nicht. Ach, dann ist es noch das einigermaßen coole Industrial Craft. Und dann. Das ich allerdings auch ziemlich doof finde, weil es ziemlich ineffizient ist und. Dann gehe ich Richtung. Wie heißt das? Mit Alchemical Chest und sowas. Das mit kenne ich schon dem mal nicht. Stone, den du hattest. Limestone? Philosopher's Ach Stone. so, natürlich. Der Philosopher's Stone, ja, der ist sehr wichtig. Daraus kann ich mir aus einer Kuh einen Villager machen. Oder aus einem Huhn. Ich weiß aber nicht, wie der Mod gerade an sich heißt. Gut, de facto, ich brauche eine neue Spitzhacke. De facto ist das natürlich wiederum eine sehr blöde Sache, weil ich keine Spitzhacken habe. Und ich kein Eisen dafür verschwenden will im Moment. Ja, einmal muss es doch, oder? Ja, oder es verschwendet nur einer von uns Eisen und farmt 6 Rubine damit oder so. Das wäre die andere Möglichkeit. Oh, ein Ofen. Er hat einen Ofen gebaut. Ich habe die Achievements einfach mal angelassen, weil ich finde, das ist ganz cool so. Gut. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass die Dünnmap, die ich eventuell über eine Homepage sichtbar machen werde, weil den Link selber würde ich nur ungern raushauen, weil da steht die Server-IP drin. Ich meine, ist zwar eh whitelistet, der Scheiß, aber trotzdem. Ja. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Das finde ich jetzt uncool. Ich habe halt auch kein Holz mehr. Ist noch Nacht? Ja. Okay, ich muss trotzdem raus. Weil ich Holz brauche. Bitte, Baumfell, schnell. Irgendwie mag ich den Timbermod jetzt nicht wirklich so wirklich gerne. Ja, das stimmt, aber du kannst ja mit Shift normal das Holz abbauen. In normaler Geschwindigkeit. Ja, zwar schon, aber ich finde die Lösung Lumber Eggs von Tinker's Construct ja irgendwie sehr viel angenehmer. Das stimmt.
Brauchst du Emery? Das sind diese schwarzen Kristallesteine, ne? Richtig. Ja, brauche ich tatsächlich. Dann nehme ich die einfach mal mit. Wobei ich jetzt eigentlich davon ausgehe, dass ich die auch demnächst finden werde, aber ist sehr freundlich, ja, brauche ich tatsächlich. Im Notfall benutze ich die irgendwann. Was? Emery. Obwohl, irgendwann hat man eh eine Quarry und hat genug davon. Ich brauche genau 6 Stück. Wobei, ich brauche eigentlich mehr als 6. So, während der Ofen jetzt hier schmilzt, kann ich gleich mal nachschauen. Ja, davon findest du so viel. Ah ne, Grinder heißt das Ding. Davon brauchen wir 2. Ich brauche 6 Emery, 2 Diamanten, Blank Moduls. Brauchen wir. Na gut, da kriege ich eh 12 raus. Ja, der Mod ist ein bisschen sehr craft-intensiv. Das ist das Einzige, was ziemlich ätzend ist an der Sache, aber. Kann aber auch cool sein. Hey, das kriegen wir hin. Ja, kann, muss aber nicht, ne? So, die Ja, Eisenpicke haben wenn wir man sich auch. leicht vertun kann. Das glaube ich jetzt eher weniger. Also leicht vertun sollte nicht das Problem sein. Underground. Mit Das U bringt aber nichts, heißt. weil du nur Höhlen entdeckst, also angezeigt bekommst, in denen du warst. Das merke ich gerade auch. Underground Mode ist überhaupt nicht sinnvoll. Damit kann man überhaupt nicht cheaten, sage ich immer. Hatte ich kurz gehofft, dass ich mich in die nächste Höhle graben kann. Ja, deswegen bin ich auch im Überlegen, ob ich mir nicht eine gescheite Minimap hole, so Journey Map oder so. Ja, kann man überlegen. Einfach weil ich die auch bedienen kann, was ich von der Minimap jetzt nicht sagen kann. Ich mag die aber auch nicht. Ich meine, die ist so einigermaßen bekannt, weil ich glaube, dass es auch die war, die ein gewisser Herr Gronkh in seinem Let's Play verwendet hat. Aber wie gesagt, ich komme mit dem Ding nicht klar. Oh, hallo Zombie. Aua, oh nein, ein Skelett. Ich meine, es ist zwar noch kein so krankes Aimbot-Skelett. Aber. Ah! Stirb! Stirb! Danke. Also ich finde es wirklich cool, wer hier Tinker's Construct drauf. Okay, ich hab Emery, ich brauch deins nicht. Oh, ich hab sogar pure Iron Ore. Ach, warte. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Was denn? Ich glaube, für die Erzevervielfältigung werde ich nicht normales Eisenerz nehmen, sondern pure Iron Ore. Das gibt's ja. Da kriegst du, egal was du machst, immer nur 2 Eisen raus. Also 2 Eisen-Nuggets. Ja. Und wenn ich davon dann mal so ein Stack schmelze, habe ich erstmal. Okay, ich muss wahrscheinlich mehr als 2 Stacks schmelzen, aber. Also ich finde von dem Pure Ore nicht so viel. Ich habe schon 3 Adern jetzt gefunden und die Adern sind erfahrungsgemäß relativ groß. Ja, das gibt's doch nicht. Ein einzelner Saphir. Das ist dann das nächste. Also, was auch wichtig ist, nach genau einer Spitzhacke. Brauchst du Cassiterit? Ja, einfach mal alles mitnehmen. Das sind Ah, warte, da alles. kommt Tinders raus im Macerator. Richtig. Ja, da kommt auch in meinem Dings hin raus. Ich finde es halt sehr, sehr, sehr geil, dass die Erze einfach nur anders heißen, aber du letztendlich immer nur das genau das gleiche rauskriegst. Die Die heißen sind wirklich nur sinnlos. anders. Ja, es ist halt unnötig viel Sortierarbeit, aber andererseits. Hey, gratis Erze. Sieh's mal auf einmal von der Perspektive, ja. Ja. Na gut, das könnte auch alles Tin sein. Ja, das ist macht's halt etwas unübersichtlich, aber ich denke halt, wenn halt nur dieser Mod da ist, ist es halt dann eh klar, was rauskommt. Jetzt habe ich Amethyst. Amethyst ist auch ganz praktisch, mit denen kannst du die Sachen auch zum machen. Kann man damit nicht sogar Diamanten abbauen? Ja, nur Diamanten. Ich wollte gerade Obsidian sagen eigentlich. Das würde ich an deiner Stelle einfach mal ausprobieren.
Es hat auf jeden Fall dieselben Werte wie eine Eisenspitzhacke. Dann glaube ich nicht, dass du damit Obsidian abbauen kannst. Amethyst ist nämlich eigentlich nur genau das gleiche wie Saphir und Rubin. Ja. Also was jetzt Jetzt. da, was deine Einstellung zu pur Eisenerz betrifft, ich habe jetzt schon 40 davon. Ich habe null. Ich habe sogar schon Zink. Zink bin ich eben dran vorbeigelaufen. Ich weiß halt nicht, wir brauchen Nickel. Und ich weiß nicht, aus welchem Material Ja, man Nickel bekommt. aus Kentlandit. Nur. Gut, davon brauchen wir nämlich genau 10 Erze. Ich habe vier. Das ist schon mal ganz geil. Und jetzt brauche ich eine neue Spitzhacke. Alter, ich habe so viel pur Eisen. Das ist echt abnormal. Und mehr Emery. Und meine Spitzhacke ist schon wieder broken. Mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die vorher. Also, das heißt, ich glaube allmählich, dadurch, dass ich ja das ganze pur Iron finde, kann ich, glaube ich, doch Oh, ich habe quasi. Diamanten gefunden. Wie viele? Weiß ich noch nicht. Aber direkt, ich bin gerade erst auf Höhe 13. Das ist sehr nice. Also, Natürlich Captain. hat man auf dem Server Glück. Glaube ich jetzt nicht. Bis jetzt sieht es aber tatsächlich mehr als, also mindestens vier. Geil, das würde schon mal reichen für unsere Zwecke, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, eigentlich braucht man eh genau einen einzigen Diamant in dem Modpack und dann hat man schon gewonnen. Weil daraus craftet man sich dann einen Philosopher's Stone. Und dann stellt man sich Diamanten her. Genau. Ich würde halt Naja, wahrscheinlich am braucht man sinnvollsten wär's. Obsidian. Wieso brauchst du Obsidian? Glowstone. Das Portal kann man auch theoretisch auch gießen. Theoretisch. Ansonsten aber, ich glaube, eine Mining Turtle insgesamt wäre schon eine sinnvolle Investition. Aber. Ja, aber es reicht wirklich ein Diamant, um Ja gut, ich glücklich zu habe ja die sein. vier nötigen. Richtig, damit kannst du zum Beispiel auch eine Mining Turtle bauen. Mit der du dann das Obsidian deutlich schneller farmen kannst, aber ich weiß nicht, ob ich mir eine Turtle überhaupt bauen werde. Kann sein, muss aber nicht. Ich überlege auch noch, ob ich überhaupt einen benutzen soll. Hängt von ab, wie schnell ich jetzt nochmal Diamanten finden kann. Ja, schauen wir mal. Okay, ich habe jetzt noch mehr Emery, aber ich habe schon 24. Wofür brauchen wir die eigentlich sonst noch, außer für den Crusher? Ich habe jetzt Galena-Ohr gerade gefunden. Nimm das mit. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, um Blei zu kriegen. Ja, Lead Ingot. Also grundsätzlich ist im Modpack eigentlich Pflicht, grundsätzlich alle Erze mitzunehmen, außer wenn jetzt zum Beispiel Tomcraft drauf ist und du Cinnabar findest, das brauchst du ja nur für Towncraft. Dann kann man das zum Beispiel liegen lassen, ja. Ich nehme es trotzdem mit. Ja, bisschen. Ja, gut. Ja, okay, man kann über zig Milliarden Umwege das Ganze auch nutzbar machen, aber. Nö, ich würde dann Soundcraft nutzen. Boah, das ist. Aber Towncraft 4 ist so unglaublich kompliziert. Obwohl eigentlich nicht, aber. Das mit dem Taumometer Elemente aufsammeln aus der Natur. Das finde ich eben das Lustige, dann kommst du auch mal ein bisschen überirdisch rum und nicht nur Strip Mine. Ja, okay, aber ich kenne einen Trick. Allerdings, das geht, glaube ich, das geht nur in Kombination mit Blood Magic. Da gibt es nämlich Teleporter und damit kannst du Auranoten teleportieren. Und dann lässt du die alle gegen sich selber sich aufsaugen und dann hast du eine Hydra, also eine richtig krasse Node. Und die kannst du dann einfangen und stabilisieren und dann hast du unendlich von allen Dingern. Das ist schon geil. Na gut. Ich glaube, das funktioniert eben nur mit Teleposern, weil du halt dafür Auranoten bewegen musst. Und da gibt es, glaube ich, von Tomcraft selber keine sinnvolle. Ja, Saphire und Rubine.
Oh Gott, aber bitte nicht von jedem nur zwei. Oh Gott sei Dank. Ich kann meine Ruby Picker machen. Oh, und jetzt ist hier auch noch ein Saphir. Die kommen aber schon hoch vor. Habe ich mir eben auch gedacht. Ich meine, ich bin jetzt auf 44. Okay, andererseits auf 44 kommt auch, wollte gerade sagen, da kommt sogar noch Kupfer vor, aber das Kupfer von Forestry, das kommt ja irgendwie überall vor. Deswegen ist das jetzt nicht so derbe krasse Argument. Oh Gott, und ich nehme schon 20 Minuten auf. Also, ich habe Teslatit gefunden. Teslatit, was war das nochmal? Das blaue Puder. Ah, ja, gut. Das brauchst du allerdings nur, wenn du mit Red Power arbeitest, beziehungsweise mit Blue Power. Ich brauche einen Timer. Wofür denn den? Für die Cobblestone-Farm. Womit machst du die dann? Mit einem Blockbreaker. Geht viel einfacher. Ja, ich habe mir den Timer mal angeguckt, der ist sehr billig. Ja, du brauchst eine Modular Socket, zwei Lava und einen Item Output. Und zwei oder vier Lava Inputs. Und dann hast du einen Cobblestone Generator. Ist natürlich auch wieder Engineers Toolbox, aber es funktioniert. Ja, gut. Hoffentlich. Also, ich habe es zumindest auf YouTube gesehen und da hat es funktioniert. Sehr schön, ich habe Rubine gefunden. Einen. So, und jetzt geht's weiter in die Tiefe. Heieiei. So. Ich bin jetzt schon auf Ebene 40. Ich bin auf 12 und suche verzweifelt nach Diamanten. Ey, jetzt ganz ehrlich, verzweifelt. Oh, ich finde nichts. Du hast schon welche, ja? Ja, aber Oh, cool, vier. Amethysten. Das reicht doch. Ich brauche fünf. Warum? Für die Chess. Ne, ich brauche sechs sogar. Mach dir doch einmal einen Philosopher's Stone. Dafür müsste ich jetzt noch in die Hölle und erstmal Gold finden. Nein, du kannst doch mit Eisen. Mit sehr viel Eisen, ja. So viel Eisen habe ich leider nicht. Ich habe Ja. genau 30. Was ist Cassis Dings nochmal für ein Erz? Was kommt da nochmal raus? Moment, ich suche kurz. Tin. Gut, also Zinn habe ich schon mal definitiv genug erstmal. Sehr gut, Stimmt, weil da noch sind ja auch so immer 15. so extrem riesige Adern, ne, von dem. Ja. Ach, hier ist Zink. Oder hätte ich nicht mehr eine Eisenpicke für gebraucht? Dann Die brauche ich. Amethyst hält lange. Ja, Ruby und so auch. Geil, ich habe sogar schon Yellorium gefunden. Also Yellowrite heißt ja eigentlich. Das habe ich noch nicht. Ja, das wirst du wahrscheinlich auch wenig brauchen. Wieso für einen Reaktor? Ja, und wie willst du die Energie konvertieren? Weiß ich noch nicht. Okay, ich glaube, es geht sogar. Aber ja, gut. Yes, ich habe schon Galena. Wie heißt das Erz nochmal, das ich brauche für Ferrez? Ich habe schon wieder vergessen. Also Nickel. Galena. Nein, das war Blei. Galena ist Lead. Pentlandit. Pentlandit. Oder wie man es auch ausspricht. Bestimmt so. Ich bezweifle es zwar, aber lassen wir es mal so. Okay, also Zinn habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal ganz viel. Was mich wundert, ich habe echt noch keinen Lavasee gefunden. Obwohl ich da immer so direkt drauf stoße. Ja, gut. Passiert.
Ich jetzt wohl mal einen will. Wofür brauchst du jetzt Lava? Obsidian. Hast du schon eine Diamantspitzhacke gemacht? Noch nicht, deswegen ja. Die würde ich mir dann machen, wenn ich Obsidian finde. Können wir auch direkt in den Nether. Ja. Ja, wow. Direkt. Wollen wir uns beide für Leatherfoss down machen? Ich habe Gold gefunden. Oh Gott, und ein Villager-Zombie. Hi. Sehr schön, ich habe Saphire. Ja, Saphire sind blau. Diesmal mehr sogar. Oh Gott. Perfekt, 5. Wünsch mir einen schönen Tod. Wieso? Zwei Hexen. Ja. Okay, ich habe sie natürlich dezimiert auf eine. Okay, es ist auch irgendwie nur eine übergeblieben. Die andere hat sich irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst. Keine Ahnung. Alter, was ist denn das? Hauptsache, ich habe schon wieder das ultimative Höhlensystem gefunden, ne? Ich finde sowas nie. Ja, ich bin in einer Riesenhöhle, aber mein Inventar ist allmählich schon voll. Meins ist auch gerade voll. So, also als erstes mal eine... Ich nehme Ruby. Ich mag Rubine. So. Ich tue Rubine weg. Warum? Aber ich finde Pickaxe. Ja, ich habe Saphire gerade. Nur damit ich noch ein bisschen Inventarplatz habe. Für neue Erze. Weißt du zufällig, ob man aus einem Graphitblock wieder Graphitbarren machen kann? Das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ah ja, geht, okay. Das heißt, wenn ich 9 Stacks Kohle habe, baue ich mir einfach Graphitblöcke draus. Dann passt, ich bin schon auf 27. Nice. Ja. Und hier so viel Zinn, das glaubst du einfach nicht. Also, Kasselrite oder wie das ausgesprochen wird. Ach nee, Cassiterit. Cassiterit. Zu kompliziert. Ich nenn's Zinn. Wenn du dir das merken kannst, dass immer Zinn da rauskommt. Ich meine, es ist dunkelblau, was soll da anderes rauskommen? Also. Saphir. Nein, Saphirerz ist gepunktet. Achso, du hast das Standard-Texture-Pack drin. Ja. Ja, ich hab Specs drin. Ach Gott, ich hasse Specs. Also ohne Witz, ich hasse wirklich Specs. Ich habe Amethyst wiedergefunden. Ja, würde ich nehmen, die sind ja auch ganz gut. Oh, wir haben mehr Zinn gefunden. Was ist das denn? Ich mache davon jetzt gerade meinen zweiten Stack voll. Echt? Ja. Ich meine, ich weiß nicht, hat das, wenn ich da Zinn raushau. Ja, hat eh ein EMC. Okay, das ist schon mal ganz gut. Kann ich zumindest das Zinn dann gegen irgendwas Sinnvolles eintauschen. Weil ich weiß gar nicht, ob man wirklich überhaupt so viel Zinn überhaupt braucht. Ich glaube nicht. Eben. Saphire! Ja, Kohle! Oh, mehr Höhlen. Ich habe auch gerade Kohle gefunden. Vor allem, ich bin halt wirklich immer noch genau da, wo ich in die Höhle reingegangen bin, nur weiter unten. Runtergegraben oder? Nein! Ging der Weg? Meine runtergegraben. Hat aufgehört. Meine geht dahin. Ich finde das cool. Ich hätte mit meiner Höhle tatsächlich komplett aufgegeben, wäre da kein Eisen drin gewesen. Ja, ich habe pur Iron Ore, das passt eh super. So, eine halbe Stunde haben wir. Oh Gott! Wir haben tatsächlich runtergefallen.